Everybody says we're too young, our love is not going on. They say you better go away, cause this love is made of sorrow and pain. Love is enough. Frau Charlotte! Frau Charlotte! Ja? Musik gefallen hat, aber gar nicht. Fassen Sie doch auf! Soll ich Ihnen eine Wärmflasche machen? Ich hätte mich gestern nicht von Ihnen überreden lassen sollen. Schweinebraten am Abend. Sie sollten zum Arzt gehen. Unsinn. Mit sowas spaßt man nicht. Und die Jüngste sind ja schließlich auch nicht mehr. Sie haben den Charme einer alten Dampflok, Herr Steinbach. Wenn Sie Achim auch nur ein Wort sagen, dann können Sie was erleben. Und jetzt gibt's Frühstück. Oh. Morgen. Morgen. Was darf ich denn nicht wissen? Ach, nicht der Rede wert. Wie riecht's denn hier? Herr Steinbach hat die Milch anbrennen lassen. Gar nicht. Das war sie, weil sie solche Bauchschmerzen hat. Vielleicht Blinddarm oder Pankreas. Pankreas. Also Sie sagen es doch selber. Doktor, das geht schon ein paar Tage so. Immer dieses plötzliche Stechen, ungefähr hier. Charlotte, warum sagst du nichts? Ich habe Sie gewarnt. Na schon. Au! Was soll denn das? Könnte die Galle sein. Hab ich doch auch gesagt. Ist es denn ein Wunder, wenn man sich laufend über diesen schrecklichen Menschen ärgern muss? Charlotte, ich möchte dich mit in die Klinik nehmen und dich genau untersuchen. Keine Widerrede. Und wer macht hier inzwischen den Hausputz? Und was ist mit der Wäsche? Charlotte. Mir geht es doch schon viel besser. Wirklich. Den Hausputz kann ich doch machen. Das fehlte noch. Am besten, man lässt mich einfach in Ruhe. Wollten Sie nicht heute Morgen zur Bank? Ich kann warten. Achim, ich bitte dich, nimm diesen Menschen gleich mit. Und ich verspreche dir, in 2 Stunden bin ich in der Klinik, ja? Einverstanden? Ich muss auch noch was auf der Bank erledigen. Dann kommen Sie mal. Ja. Na, guck nicht so. In 2 Stunden bin ich in der Klinik. Ich verstehe das gar nicht. Ich habe die Rechnung noch gar nicht bekommen. Erzählen Sie doch keine Märchen. Ja, natürlich kriegen Sie Ihr Geld. Das will ich hoffen. Und zwar die ganze Summe. Und was? Das sofort. Verstehen Sie? Sofort. Aber Sie haben doch selber gesagt, dass man sich darüber nochmal verständigen könnte. Das ist Ihr Problem. Verstehen Sie? Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Das ist meine Sache? Sehen Sie, es ist im Moment, wie soll ich das sagen, es ist nicht ganz so einfach. Doch auch, einfach. Einfach haben wir es alle nicht. Sehen Sie zu, wie Sie es schaffen. Also gut, ich schaue in den nächsten Tagen bei Ihnen vorbei. Hoffentlich. Wann ja. Genau? Was? Wann genau? Ja, Mittwoch oder Donnerstag. Mittwoch. Spätestens Mittwoch. Also gut, am Mittwoch. Ich möchte gerne von meinem Konto Geld abholen. Soll ich das Formular für Sie ausfüllen? Oh ja, bitte. Nein, danke. Ich mache das schon selber. Bitte schön. Ein Überweisungsformular, bitte. Bitte? Danke. Warum holen Sie sich das Geld denn nicht am Automaten? Die ganzen Maschinen, ist nichts für mich. Ich möchte eine persönliche Betreuung. Ah ja. Was denn wegen 80 Mark fahren Sie zur Bank? Das hätte ich Ihnen doch leihen können. Ich hab doch selber Geld. Geht das ein bisschen schneller? Ich habe nämlich Dienst. Bei Geldgeschäften soll man sich Zeit nehmen. Geht her!
Im Verbandskasten? Dann holen Sie ihn. Sie rufen Notarztwagen. So, Frau Gauss, bitte mal einatmen. Tja, es ist tatsächlich die Galle. Gallensteine. Da sind auch welche im Gallengang. Daher auch die Kolik. Sie können wieder ausatmen. Mich kriegen Sie nicht tot. Doch nicht Sie. Die Steinchen. Da werden wir wohl um eine OP nicht herumkommen. Was ist los? Oh. Daher auch Ihr leicht gelblicher Hautton. Wie sieht's aus, Herr Kollege? Ich möchte Frau Gauss gerne endoskopisch cholezystektomieren. Was ist los? Keine Angst, das ist nur ein kleiner Eingriff. Sie machen mir vielleicht Spaß. Da könnte es allerdings kleines Problem geben. Genau, ich bleib nämlich nicht hier. Nein, das meine ich damit nicht, Charlotte. Aber Sie haben ein bisschen... Was, ein bisschen was? Ja, wie sage ich Ihnen das? Sie nehmen mir das bestimmt nicht übel. Wir haben ein paar Gramm zu viel. Also das ist doch... Dann werden wir wohl schneiden müssen. Schneiden? Tut mir leid. Wo ist mein Achim? Der hat vorhin angerufen, dass er etwas später kommt. Nein. Charlotte, aber ich bin doch da. Hast du Achim heute schon irgendwo gesehen? Ich glaube, der ist noch gar nicht im Haus. Wieso? Charlotte sitzt bei Ingrid und trinkt Tee. Schön. Ist schlimm. Das ist ganz schlimm. Sie will nicht in der Klinik bleiben. Klartext bitte. Arad nervt rum. Charlotte will sich nicht operieren lassen. Was hat sie denn? Gallensteine. Oh. Kannst du nicht mal mit ihr reden? Kein Ja machen, nein. Ihr schickt mich immer vor, wenn es schwierig wird. Damit ist jetzt Schluss. Lass uns nicht hängen. Tut mir leid, Roland, aber du wirst es schon machen. Hallo. Tien sind 30 Jahre. Schulter-Oberarm-Durchschuss bei Banküberfall, distale Pulslosigkeit, verletzte Arterie, brachialis, Splitterfraktur, starker Blutverlust, mögliche Beteiligung des Nervus radialis. Sie steht unter Schock, ist aber ansprechbar. Danke. Alles irgendwie benötigt sein. Schon gut, wir schaffen das ohne dich. Sofortige Gefäß-OP, vorher Angiografie und Röntgen. Dr. Grotter hat vor Ort die Erstversorgung durchgeführt. Ach, ja, war in der Bank, als er überfallen wurde. Ist Ihnen was passiert? Nein, alles okay. Geht ihm gut. Also ungünstiger als gerade jetzt konnte das gar nicht kommen. Haben Sie schon das Neueste gehört? Ach, das ist aber schön, dass ich Sie auch mal sehe, Fladi. Vielleicht wären Sie jetzt erstmal so freudig und würden Frau Gauss auf Ihr Zimmer begleiten? Ja, gut. 116, alles klar? Na, kommen Sie mal, schöne Frau. Also nicht frech werden. Oberschwester, kommen Sie mal ganz schnell. Ja, sofort. Vielen Dank für den Kamillentee, Schwester Ingrid. Und Ihre selbstgebackenen Kekse. Wunderbar. Na, gar nichts gegen Ihren selbstgebackenen Kuchen, was? Dr. Kreuzer steht morgen bestimmt in der Zeitung. Wieso Zeitung? Na, er war doch bei einem Banküberfall dabei. Was denn für ein Banküberfall? Ja, ein Banküberfall eben. Eine Angestellte wurde angeschossen. Sie wird gerade operiert. Ach, ist Dr. Kreuzer was passiert? Nee, dem Doc geht es wohl ganz gut. Und Herr Steinbach? Guten Tag, Frau Oberschwester. Hallo, Herr Steinbach. Meine Bekannte Frau Gauss wird jeden Augenblick hier eintreffen. Ihre Bekannte ist schon hier. Wir werden sie wahrscheinlich ein paar Tage hier behalten müssen. Ah. Wie ich gesagt habe, der Blinddarm. Die Galle. Herr Steinbach. Sind Sie ganz sicher? Vielleicht sollten die Ärzte lieber noch mal genauer nachsehen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Oberschwester, wenn meine Charlotte kommt, dann schicken Sie sie bitte gleich zu mir. Schon da, die Galle, wie ich es gesagt habe. Dr. Barach kümmert sich um Sie. Gut. Wie geht's der Bankangestellten? Schon im OP, der Professor operiert. Oberschwester, hören Sie nicht auf seine Räuberpistolen. Räuberpistolen? Das war Zivilcourage. Kommen Sie, Herr Steinbach, ich bringe Sie zu Ihrer Bekannten. Absaugen. Wie sind die Werte? Alles normal, Herr Professor. Vielleicht alles invalidiert. Fraktur stabilisiert. Jetzt nehmen wir uns das Gefäß vor. Wir werden um ein Interponat nicht herumkommen. Also ich stehe am Schalter und will meinen Schein ausfüllen. Plötzlich geht die Tür auf. Da kommt ein riesengroßer Kerl rein und brüllt mit einer furchterregenden Stimme. Banküberfall! Und? Ich habe ihn verjagt. Ach, Herr Steinbach, Sie flunkern doch, oder? Wieso? Finden Sie die Geschichte nicht ein bisschen seltsam? Schreiben Sie denn da? Ich schreibe Ihnen auf, was Sie alles zu tun haben. Gardinen, Teppiche, Polstermöbel, Gläser, die sind das Wichtigste.
Und die Blumen jeden Tag gießen. Vor allen Dingen mein Zitronenbaum. Sonst verliert er gleich die Blätter. Kein Problem. Kollege, gute Arbeit. Ach, der Kollege Kreuzer ist auch schon da. Entschuldigen Sie, Herr Professor. Schon gut. Für die Zukunft, lieber Kreuzer, darf ich Ihnen anraten, vor Dienstantritt keine Bank mehr aufzusuchen. Einverstanden? Ohne dich wäre die Frau wahrscheinlich verblutet. Du bist ja ein Lebensretter. Ja. Ist was nicht in Ordnung? Was? Doch. Krieg nur die Bilder nicht aus dem Kopf. Es ist, als ob ein Film abläuft. Vollkommen unwirklich. So. Hoffentlich habe ich jetzt nichts vergessen. Und vergummeln Sie die Zettel nicht. Sie können sich auf mich verlassen. Und Sie werden erst schnell wieder gesund. Ach, Herr Steinbach. Ja. Könnten Sie mir netterweise ein paar Dinge vorbeibringen? So Zahnbürste, Waschlappen, was man so braucht. Kein Problem. Aber vergessen Sie nicht die Hälfte. Und könnten Sie mir vielleicht noch ein Nachthemd herbringen? Die Dinger hier sind ja hinten offen, ist ja grässlich. Charlotte, Sie können sich wirklich auf mich verlassen. Na, hoffentlich bin ich da nicht verlassen. Frau Gauss, da bringe ich hier eine Mitbewohnerin, damit Sie sich nicht ganz so einsam bei uns fühlen. Das ist Frau Rautenager. Frau Rautenager ist die Kassiererin aus der Bank. Ah, wir werden uns schon vertragen. Herr Steinbach, wollten Sie gerade gehen? Ja. Dann kommen Sie mit. Friedrich, was machst du denn für Sachen? Du kannst die doch nicht so in Gefahr bringen. Ja, doch alles halb so wild. Das ist erst viel schlimmer. Und was ist das? Das sind die Auftragszettel von Frau Charlotte. Ich muss dir versprechen, mich um ihren Haushalt zu kümmern. Na, dann gehst du jetzt nach Hause und fängst am besten gleich damit an. Das ist Rautenager. Meine Schwester liegt hier bei Ihnen. Heike Rautenager. Schau mal nach. Rautenager? Ja, mein Name ist Heimann. Ich warte zu meiner Schwester. Wie geht's dir denn? Mein Name ist Steinbach. Ich habe Ihre Schwester das Leben gerettet. Ich bring sie zu ihr. Und du marschierst jetzt ab nach Hause. Aber... Kein Aber. Tschüss. Das ist mein Schwiegervater. Machen Sie sich keine Sorgen. Ihre Schwester geht den Umständen entsprechend. Ja, bitte? Guten Tag. Guten Tag. Nein, da will ich das junge Glück mal nicht stören. Hallo. Warum hast du das gemacht? Ich wollte nicht auf dich schießen. Da war überhaupt kein Magazin drin. Woher soll ich denn wissen, dass noch eine Patrone im Lauf ist? Ich habe gedacht, das alte Ding funktioniert überhaupt nicht mehr. Es war ein Unfall. Hör auf! Wo hattest du überhaupt die Waffe her? Gefunden auf dem Schrottplatz. Hast du sie noch? Weggeworfen in irgendeinen Gulli. Wieso warst du überhaupt in der Bank? Du hast doch gesagt, du hattest frei. Tut mir leid. Was? Das hier? Oder dass du mein Leben zerstört hast? Dass ich meinen Job verlieren werde? Das ist doch Quatsch. Ich hab doch gesagt, es tut mir leid. Toll. Und damit ist die Geschichte aus der Welt, oder was? Bist du wirklich so naiv? Die sperren dich ein! Hat mich doch keiner gesehen? Bruno, du musst dich stellen. Das kann ich nicht. Wirst du mich anzeigen? Ich weiß es nicht.
aufregend das hier aussieht. Die Durchblutung des Arms, meine Herren, ist wieder intakt. Die Fraktur hat zwar eine ganz schöne Trümmerzone, aber eine Plattenosteosynthese ist möglich. Wahrscheinlich mit einer Spongiosa-Plastik. Und der Radialis? Ja, für eine Prognose noch zu früh, Herr Mann. Wir haben ihn zwar so gut es ging vereinigt, aber was die Funktion betrifft, können wir leider nur abwarten. Ja, bitte. Herr Professor, da sind zwei Herren, die würden gerne mit Frau Rautenanger und dann auch noch mal mit Ihnen, Herr Dr. Kreuzer, sprechen. Das geht jetzt nicht, Bock. Ich denke, das muss gehen. Die Herren sind von der Polizei. Ach so. Dann gehen Sie, Kreuzer, ich komme nach. Gut. Ich begleite die Herren dann zu Frau Rautenanger, ja? Gut. So, entschuldigen Sie. Was denn? Warum sollen wir dauernd die Schwestern rufen? Die haben doch so schon genug zu tun. Trotzdem. Sehen Sie es doch mal von der praktischen Seite. Sie müssen im Bett liegen, ich kann rumlaufen. Sie brauchen Hilfe und ich helfe gern. Also? Ich will Ihnen aber nicht zur Last fallen. Keine Sorge, damit werde ich schon fertig. Sie bekommen heute sicher noch Besuch von Ihren Kollegen. Schließlich sind Sie ja doch jetzt eine Heldin. Was ist denn? Schon okay. Habe ich was Falsches gesagt? Hallo, die Damen. Diese Köstlichkeit ist für Sie. Ich würde Sie ja gern zum Essen in ein 3-Sterne-Restaurant einladen. Geht aber nicht. Also speisen wir heute mal wieder zu Hause. Junger Mann, was soll denn das sein? Schonkost. Tut mir leid, aber Dr. Kreuzer hat gesagt... Der will mich wohl aushungern. Vladi, nehmen Sie dieses fürstliche Mal gleich wieder mit. Bestellen Sie Achim einen schönen Gruß und... Wenn er sowas gerne mag, dann werde ich ihm in Zukunft auch gerne sowas servieren. Meins können Sie auch gleich wieder mitnehmen. Ich habe keinen Hunger. Einverstanden. Das lassen Sie mal stehen. Darum kümmere ich mich schon. Na, dann wünsche ich einen guten Appetit, die Damen. Und Sie wollen das wirklich nicht? Wir wollen ja nichts verkommen lassen, ne? Ich glaube nicht, dass Sie Ihrer Galle damit einen großen Gefallen tun. Ich habe aber Hunger. Frau Rautenanger, das sind zwei Herren, die Sie sprechen möchten. Sehen Sie, ich habe Ihnen ja gesagt, Ihre Kollegen haben Sie nicht vergessen. Die Kollegen kommen von der Polizei. Charlotte, bitte kommen Sie. Lassen wir die drei allein. Meine Herren, aber nur kurz. Danke, Herr Professor. Guten Tag, Frau Rautenanger, Kommissar Starrer. Mein Kollege Roth, wir hätten da noch mal ein paar Fragen an Sie. Eigentlich komme ich mir schon ganz schön mies vor. Wieso denn? Na, Charlotte ist schon den ganzen Tag hier und ich habe noch nicht einmal nach ihr gesehen. Ach, hast du etwa Angst, dass sie dir jetzt sagt, was alles zu tun ist? Hm? Vielleicht habe ich einfach noch nicht die Kraft, ihr zu begegnen. Ja, weil du ein Mann bist. Frauen schleppen da viel mehr weg. Ah ja? Und was ist das da? Was bringen Sie denn da an? Was Sachen für Frau Charlotte? Na, da können Sie Achim doch gleich mitnehmen. Oh, ich habe eine ganz andere Idee. Schönen Gruß an Frau Charlotte. Keine Zeit. Und vergiss nicht, schönen Gruß an Frau Charlotte. Schmerzen? Die Polizisten, hm? Fragen und Fragen, immer das Gleiche. Irgendwie kommt man sich selbst wie ein Verbrecher vor. Die müssen doch alles wissen. Manchmal hat man etwas beobachtet, was einem selbst gar nicht so wichtig erscheint. Aber keine Sorge, die kriegen den schon. Guten Tag, die Damen. Na, Frau Rautenanger, geht's denn schon wieder halbwegs? Ich schaue nachher noch mal nach Ihnen, dann sprechen wir in Ruhe. Gut. Achim, ich habe gedacht, ich sehe dich überhaupt nicht mehr. Charlotte, was soll ich denn machen an so einem Tag, hm? Wann kommen deine Möbel?
Was denn für Möbel? Na doch, du ziehst hier ein. Das meiste hat Friedrich auf jeden Fall schon mal hergebracht. Doch, weil der immer nur mit halbem Ohr zuhört. Wo steckt denn der überhaupt? Mit einem schönen Gruß. Er hat keine Zeit. Hat mir die Taschen in die Hand gedrückt und weg war er. Der und keine Zeit. Ja. Ich dachte mal, das ist nicht meiner. Schauen. Wieso denn zwei Zahnbürsten? Aber eine davon mir gehört. Also wenn der weiter in meine Sachen geht, dann gibt es richtig Ärger. Ich rufe den gleich an und das hier sortiere ich. Danke. Bis später. Tut mir leid. Na, der kann was erleben. Finden Sie nicht, dass Sie ziemlich ungerecht zu Ihrem Bekannten sind? Herr Steinbach? Der verkraftet das schon. Aber sag mal, war der Krankenbesuch bei Charlotte derartig anstrengend? Wie kommst du denn darauf? Weil du so kurz vorm Abendessen jetzt noch das dritte Stück Kuchen verschlingen willst. Ach, jetzt wird mir schon der Kuchen vorgezählt. Du bist noch schlimmer als Charlotte. Nee, Papa, komm, wenn's dir schmeckt, dann iss doch bitte. Ach, Charlotte, erst lässt sie sich von mir tonnenweise mit Blusen, Kleidern, Röcke eindecken. Und dann ruft sie an und meckert auch noch. Oh, Papachen, kennst doch Charlotte, sie meint das doch alles gar nicht so. Ja, aber warum muss sie dann ihren Dampf immer bei mir ablassen? Weil du eben so ein lieber und verständnisvoller Mensch bist. Da hast du recht. Na und sonst, wie läuft's sonst so zu Hause ganz ohne Aufsichtsrat, Vorsitzende? Oh, hör bloß auf, das wird noch ein schönes Stück Arbeit, so ein Haus wieder klar Schiff zu machen. Mhm. Hier. Verstehe ich überhaupt nicht. Sie ist doch sonst immer so hinterher. Die hat das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Generalreinigung. Aha. Sag mal, Papa, soll ich dich nachher nach Haus fahren? Lass mal. Geh lieber ein Stückchen zu Fuß. Bisschen frische Luft schnappen. Aber weißt du was? Ich habe eine Idee. Ich spreche mit Alina. Vielleicht hilft die dir ja morgen ein bisschen beim Aufräumen. Prima. Sag ihr, ich erwarte sie morgen pünktlich um 8. Gut. So, jetzt muss ich aber los. Ich habe nämlich noch eine Verabredung. Aha. Nicht aha, sondern mit Charlottes Waschmaschine. Mhm. Danke für den Kuchen. Genauso hat ihn deine Mutter immer gemacht. Mhm. Alle Gläser putzen. Wo kommen die Teller hin? Keine Ahnung. In den Schrank. Woher soll ich das denn wissen? Wohnst du hier oder ich? Das kommt davon, dass Frau Charlotte niemanden an irgendetwas ranlässt. Ich komme hier allein klar. Wenn du willst, kannst du ja schon mal im Wohnzimmer staubsaugen. Wie lange bleibt denn Charlotte im Krankenhaus? Keine Ahnung. Erst haben die Ärzte gedacht, es ist der Blinddarm, jetzt ist es die Galle. Wer weiß, was die noch alles finden. Gemacht. Dieser blöde Staubsaugerbeutel, das passt irgendwie nicht hier rein. Lass mich mal. Bitte. Wenn Charlotte das hier sehen könnte, würde sie den Kopf abreißen. Ja, das kommt davon, weil man alles alleine machen muss. Deswegen bin ich ja extra hergekommen, um dir zu helfen. Ja, wir haben ausgemacht um 8 und nicht um 8:30. Jetzt bin ich wohl an allem schuld, ja? Fertig. Weil du genauso unpünktlich bist wie dein Vater. Jetzt reicht's, ja? Sieh doch zu, wie du klarkommst. Ja, dann geh doch. Mach ich auch. Ach, geh doch, ich komme hier alleine zurecht. Teufelsmaschine. Was wird denn nun mit meiner Galle? Dr. Bauer. Ja, ich habe mir da schon was überlegt. Heute Mittag schieben wir sie irgendwie mit rein. Und schön nüchtern bleiben. Habe ich eine andere Wahl? Nein, Charlotte.
So, Frau Rautenanger, Sie haben durch die Ereignisse eine Trümmerfraktur des linken Oberarms. Danke, Schwester. Wir werden versuchen, mit einer weiteren Operation die Funktion des Arms wiederherzustellen. Sie müssen sich das so vorstellen, als ob wir einen Puzzle zusammensetzen. Und damit das nicht gleich wieder auseinanderfällt, werden wir Sie verschrauben. Oh Gott. Das klingt schlimmer, als es ist. Ich werde es Ihnen nachher in Ruhe erklären. Keine Angst. Die Schrauben kommen dann wieder raus. Spüren Sie das? Nein. Was hat das zu bedeuten? Kein Grund zur Besorgnis. So, meine Herrschaft. Ja, bitte. Ach, Pia, du bist es. Was willst du denn? Meine Stimme klingt doch nicht komisch. Ich bin hier beschäftigt. Ja, ja, alles in Ordnung. Ja, ja. Nein, nein, alles in Ordnung. Gut. Tschüss, Pichu. Tschüss. Komm ja schon. Ja, Steinbach. Ja, Doktor, ich verstehe. Sie haben heute Abend Spätdienst und können erst morgen früh nach Hause kommen. Besser ist das. Nein, ich habe nichts gesagt. Gut, Doktor, bis morgen. Tschüss. Oh Gott. Das ist kein Kaninchen in Schokoladensoße. Das sind Kanäle und Kohlemantel. Alina? Kann ich dich mal was fragen? Na klar. Kann ich dich auch um was bitten? Jetzt mach's nicht so spannend. Es geht um Opa. Nee, wenn du glaubst, ich geh noch mal bei dem vorbei, da irrst du dich aber. So wie der mich behandelt hat. Na komm, seit wann bist du so nachtragend? Ich glaube, der braucht unsere Hilfe. Der kommt ganz gut ohne uns zurecht. Nee, das denke ich gerade nicht. Wenn nur die Hälfte von dem passiert, was ich mir gerade vorstelle, dann... Dann muss ich Achim ein neues Haus bauen. Genau. Also, der ist aufgeschmissen ohne uns. Also gut, was soll ich machen? Ich besorge jetzt erstmal den Schlüssel von Achim und dann startet eine unserer berühmten Rettungsaktionen. Sie müssen sich keine Sorgen machen wegen der Operation. Wenn Achim seine Sache nicht gut macht, dann ziehe ich ihm die Ohren lang. Das ist es doch gar nicht. Wovor haben Sie denn dann Angst? Ein Krüppel zu werden. Aber ich habe auch Angst davor, gesund zu werden. Das verstehe ich nicht. Ich habe keine Arbeit mehr. Ich kann nicht mehr in meinen Beruf zurück. Ach, Sie haben Angst, dass sowas wieder passiert. Das verstehe ich. Diese Typen, die sowas machen, die kann man nicht hart genug bestrafen. Was ist für die schon ein Menschenleben? Dieser Verbrecher, der auf Sie geschossen hat, das ist so ein Schwein. Der müsste, das ist jedenfalls meine Meinung, der müsste lebenslang hinter Gitter. Aber er ist doch mein Bruder. Ihr Bruder hat die Bank überfallen. Ach, Tag, Herr Rautenanger. Ach, Tag, Doktor. Ich wollte nur für meine Schwester ein paar Sachen abgeben. Wollen Sie ihn selber bringen? Tut mir leid, ich habe heute keine Zeit. Das ist schade, Sie könnte ein bisschen Zuspruch gebrauchen. Ach, wieso? Es gibt Komplikationen mit der Schulter. Wir müssen wahrscheinlich nochmal operieren. Und seitdem die Polizei im Haus war, da ist sie ziemlich unruhig. Tut mir leid, ich muss gehen. Friedrich, würde es dir was ausmachen, die Tasche von Frau Rautenanger mit aufs Zimmer zu nehmen? Ja, und die Blumen auch? Taschen sind seit kurzem meine Spezialität. Jetzt klaren Kopf behalten. Nur nicht zu überstürzen. Jetzt hänge ich doch genauso mit drin, weil ich der Polizei nichts gesagt habe. Aber ich kann doch nicht meinen eigenen Bruder ins Gefängnis bringen. Wenn ich nur wüsste, wie ich ihm helfen kann. Sie haben wirklich nichts mit der Sache zu tun. Nein. Aber es wird mir jetzt sowieso keiner mehr glauben. Sie tun es ja auch nicht. Wenn Sie unschuldig sind, dann müssen Sie sich keine Vorwürfe machen. Vielleicht doch.
Ich habe immer Angst gehabt, dass unsere Filiale mal überfallen werden könnte. Das ist ja so leicht. Das habe ich ihm auch gesagt. Mein Gott. Eigentlich hätte ich gestern frei gehabt. Ihr Bruder wusste gar nicht, dass Sie gestern in der Bank waren? Nein. Ich bin kurzfristig eingesprungen. Als ich seine Stimme hörte, habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Da blieb mir fast das Herz stehen. Warum hat Ihr Bruder das getan? Er hat ziemlich hohe Schulden. Er hat mich sogar gebeten, ob ich für ihn einen Kredit aufnehmen könnte. Er kriegt ja keinen mehr. Er wollte 20.000 Mark. Ich habe Nein gesagt. Das Geld hätte ich ja sowieso nicht wiedergesehen. Er kann einfach nicht mit Geld umgehen. Das können viele nicht. Aber deswegen überfällt man doch keine Bank. Ist ja auch egal. Ich weiß nur, dass ich meinen Job verlieren werde und dass mein Bruder ins Gefängnis kommt. Aber ich kann ihn nicht anzeigen. Und wenn er sich selber stellt? Das tut er nicht. Hat er schon gesagt. So, Frau Rautnanger, dann wollen wir mal. Mein Bruder ist schwach, aber er ist kein schlechter Mensch. Na, Herr Steinbach, alles im grünen Bereich. Schmuggeln Sie eigentlich was in die Klinik rein oder raus? Ist Frau Charlotte in Ihrem Zimmer? Moment, da muss ich doch mal nachdenken. Ja, aber ganz im Vertrauen, sie ist ja nicht zu übersehen. Veralbern kann ich mich allein. Sagen Sie, was soll ich denn mit den ganzen Sachen? Die sind für Frau Rautnanger. Frau Charlotte, ich muss Sie dringend sprechen. Ist zu Hause was passiert? Wie kommt sie denn darauf? Na, ich habe da so meine Ahnungen. Es geht um Frau Rautnanger, beziehungsweise um ihren Bruder. Kommen Sie mit. Wohin denn? Ich muss mit Ihnen reden, ungestört. Ja, aber ich werde heute noch irgendwann operiert. Kommen Sie doch endlich mal mit raus. Ach, Herr Steinbach, sind Sie denn verrückt geworden? Was zerren Sie denn so an mir rum? Der Bruder von Frau Rautnanger war der Bankräuber. Was sagen Sie jetzt? Nichts. Nichts? Und Sie werden auch nichts sagen. Aber ich habe doch die Narbe gesehen. Was denn für eine Narbe? An der linken Hand. Der Bankräuber hat auch eine an derselben Stelle und die gleiche. Das kann doch kein Zufall sein. Ich gehe zur Polizei. Sie werden nicht zur Polizei gehen. Jedenfalls vorläufig nicht. Das verstehe ich nicht. Sie haben recht. Er war's. Was haben Sie gewusst? Woher? Weil es mir Frau Rautenanger vorhin selber erzählt hat. Die steckt mit ihm unter einer Decke. Worauf warten wir denn noch? Ich gehe zur Polizei. Sie bleiben hier. Sie ist unschuldig, aber sie kann es nicht beweisen. Wenn Sie jetzt sofort zur Polizei gehen, dann hat das Mädel überhaupt keine Chance mehr. Gut. 2 Stunden. Aber dann bin ich bei der Polizei. Na kommen Sie, worauf warten Sie denn noch? Warum denn so eilig jetzt? Sie haben gesagt 2 Stunden. Wir gehen jetzt zu Bruno Rautnanger. Zum Bankräuber? Kein Schritt. Herr Steinbach, wollen Sie mich wirklich so ganz alleine lassen? Das war die letzte Schraube. So eine schöne Titanplatte und man kann sie gar nicht sehen. Außerdem kann die junge Frau nicht in den Urlaub fliegen. Was soll denn das? Genau. Bei den ganzen Kontrollen, da piept es doch jetzt nur noch. Vielleicht lassen wir das in den Pass schreiben. Ja, oder so wie sie aussieht, begleite ich sie in den Urlaub. Ach ja. Du weißt Zeuge, was dachtest du denn? Können wir mal mit dem Quatsch aufhören? Mann, Roland, sei doch nicht so. Ihr habt das doch hervorragend hingekriegt. Ob der Radiale sich wieder erholt, werden wir heute nicht erfahren. Und was nützt die schönste Wiederherstellung des Knochens, wenn der Rest gelähmt bleibt? Das ist ja schon gut, Herr Professor. Das hat doch keinen Zweck. Wir müssen zur Polizei. Sie sind mir ja eine schöne Hilfe, Herr Steinbach. Aber wenn Sie wollen, können Sie ja draußen warten. Das mag ich auch.
Na bitte. Geschlossen. Frau Rautenanger hat gesagt, ihr Bruder kann nur hier sein. Na bitte. Es geht schief. Wieder die Phase, die mich nervös macht. Abwarten. Tee trinken. Wann hast du mir eigentlich das letzte Mal einen Kaffee ausgegeben? Letztes Mal? War da auf der Flucht vor Charlotte? Das Lachen wird ihm noch vergehen. Frau Gauss ist nämlich weg. Wie weg? Sie sollte sich bereithalten. Ich habe eine halbe Stunde gewartet, aber sie ist im ganzen Haus nicht auffindbar. Das kann doch nicht wahr sein. Kollege Kreuzer, wenn sie in der nächsten halben Stunde nicht hier ist, nüchtern und präpariert, dann ist sie für heute aus dem OP-Programm raus. So, Ihr Problem, Herr Kollege. Es war ein Unfall. Eine Kurzschlusshandlung. Ich habe doch nicht gewollt, dass meiner Schwester was passiert. Ich meine, es wird doch wieder. Wie vorher? Wohl kaum. Es geht hier nicht um die Verletzung. Sie zerstören das Leben ihrer Schwester. Ihre ganze Ausbildung, alles umsonst. Oder glauben Sie, eine Bank wird sie noch nehmen? Aber sie hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Das wissen Sie. Aber kein Personalchef der Welt wird dir glauben. Das habe ich nicht gewollt. Bringen Sie die Sache in Ordnung. Gehen Sie zur Polizei. Ich habe alles verloren. Meine Schwester, den Laden. Was bleibt denn da noch? Anstand. Ein bisschen Anstand. Hep. Geht auf den Kollegen. Dankeschön. Bitte sehr. Mensch, da bist du ja endlich. Ich such dich überall. Was ist denn los? Mensch, zu dir will ich gar nicht. Ich will zu Achim. Pech gehabt. Was kann ich für dich tun? Ich brauche auf der Stelle deinen Haustürschlüssel. Da staunst du was? Warum? Charlotte hat meinen Vater gebeten, den Hausputz fertig zu machen. Ja, und wie sowas enden kann, das wissen wir ja. Dann gib ihr mal deinen Hausschlüssel. Bin schon weg. Ja? Hallo, Frau Rautenanger. Frau Gauss. Dann kommen Sie schon rein. Heike. Ich habe so Mist gebaut. Kannst du mir nochmal verzeihen? Das ist wieder in Ordnung. Ich habe schon die Polizei angerufen. Und ich werde der Polizei auch erklären, dass du mit der Sache nichts zu tun hast. Die müssen mir das einfach glauben. Genau. Herr Rautenanger, kommen Sie. Bruno? Erwartet. Mach mir das bitte nochmal. Was? Das. Wissen Sie, was das bedeutet? Was? Sie werden Ihre Hand wieder richtig bewegen können. Friedrich, komm. Ich drück dir die Daumen, Mädel. Danke für alles. War doch nicht meine Idee. Sie wollte doch unbedingt. Sind Sie weg? Charlotte, was sollte das? Was? Wir haben dich überall gesucht.
Als du zu deinem Eingriff dran warst, haben wir vergeblich auf dich gewartet. Dann holen wir den eben jetzt nach. Das kannst du vergessen. Die nächste Möglichkeit ist übermorgen früh. Herr Steinbach, wir packen. Was? Meine Sachen, was denn sonst? Kommen Sie rein. Wo willst du denn hin? Na, nach Hause. Du glaubst doch nicht, dass ich eine Minute länger bleibe, als nötig ist. Oh. Herr Steinbach! Du könntest nicht irgendwas tun, um sie aufzuhalten. Charlotte aufhalten? Das ist ein Witz. Herr Steinbach! Oh, oh. Das wird nicht lustig, wenn wir nach Hause kommen. Herr Steinbach, das hätte ich jetzt aber nicht von Ihnen erwartet. Entschuldigen Sie bitte, da war noch so vieles anderes zu machen. Och, die Überraschung ist Ihnen aber wirklich gelungen. Nein, das gibt's doch nicht. Herzlich willkommen. Hat alles Opa gemacht. Oh, Kaninchenbraten in Schokoladensauce. Und Zitronentörtchen. Oh. Hatten wir denn noch Zitronen im Haus? Hatten wir? Ja. Nein! Wie konnten Sie mir das antun? Sie grausamer Mensch, mein armes Zitronenbäumchen. Ups, das war ich. Und das Ding laufend im Weg rumsteht. Dafür kann doch die arme Pflanze nichts, Sie Barbar. Ah ja, vielleicht wird sie ja wieder. Hm.